Und ein herzliches Willkommen zurück zum siebten Teil der finalen Fantasie. Und beim letzten Mal sind wir im Cosmo Canyon angekommen. Ich glaube, wir haben noch Red im Team. Dort hat er Bogenhagen nochmal besucht. Dieser ist leider, ich weiß nicht, gestorben kann man auch nicht, würde ich sagen. Der ist einfach, seiner Aussage nach ist er einfach verschwunden. Wie man das halt so macht. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, ob hier noch irgendwas anderes zu holen ist. Ich meine, war das hier? Finden wir gleich raus. Oh, guck mal. Aha. Komplettheilung. Ah, und das ist ein Beutel. Erstmal looten. Erstmal alles looten. Ganz egal. Juckt keinen. Erstmal ordentlich beklauen. So. Und nun möchte ich mich noch einmal der Ultima-Weapon widmen. Die muss wohl einfach ein paar Mal angedötscht werden, bevor die sich wieder irgendwo niederlässt. Mal hoffen, dass wir die wiederfinden. So, schauen wir mal. Weltuntergangsstimmung. Wo war das denn? Das war irgendwo dort hinten. Goldsaucer. Gleich. So, hier müsste die irgendwo rumdüsen. Glaube ich. Midgar? Nichts. Na komm, Weapon, 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 Weapon. Komm, Weapon, Weapon. Komm. Das wäre schon zu tief. Ich gehe mal weiter nach oben. So weit ist sie ja nicht weggeflogen, oder? Kommen wir zum Nordkrater, das ist schon wieder zu weit. Ist sie irgendwo hier rüber geflogen? Ich kann es echt nicht genau sagen, wie es ziellos durch die Gegend gedüst. Ein Canyon. Sich vielleicht irgendwo niedergelassen? Bitte sagt mir nicht, dass ich die dann verpasst habe, nur weil ich da nicht sofort gefolgt bin. Das wäre ja sehr doof. Fliegen wir mal so nach schräg unten. Wo kann sie sein? Wo kann sie sein? Ja, hier unten ist ja Medil. Ne, hier ist erstmal der alte Tempel. Aha, da oben. Bombs. Ja, verdammt, glaubst du, ich gebe einfach so auf. Nö, halt. Komm zurück. Wo willst du hin? So, lasse sie sich doch bitte irgendwo nieder. Alter, die will... Nö. Aha, ein Bodenkampf. Sehr gut. Ich wollte erstmal Regeneration zaubern, verdammt. Beben. Nein!
Jawohl, auf alle direkt. Juhu. Manu. Ne, jetzt hau nicht wieder ab. Ne, 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 ne. Oh. Ich hasse es, wenn sie abhaut. So, soll ich jetzt mal wieder heilen? Nimm mal seine Heilung hier. Chefpilot, ach, schön, hat er es mittlerweile aus der Ausbildung rausgeschafft. Wo ist es jetzt hin? Ich frage mich ja, wann haben wir denn mal Mauer erlernt? Wie lange dauert das noch? Materia, Vincent. Mauer. Dauert noch ein bisschen. Welches Wachstum hat denn gerade seine Waffe? Normal. Schade, hätte ich gerne was mit Dreifachwachstum gehabt, aber ist wohl offenbar nicht drin. So. Wo waren wir jetzt? Wir waren irgendwo hier im Korrel, aber wo ist sie jetzt hin? Das kann doch nicht wahr sein. Sie vielleicht jetzt wieder da, wo sie am Anfang war, hin? Ich käme mir sehr gelegen. Vermute allerdings, nö. Verdammt. Verstecke dich nicht, ich will dich nur umbringen, keine Angst. Wie oft muss man die denn hauen, bis die dann mal irgendwo bleibt? Die Sidequests sind unter gar nicht so einfach. Können natürlich an meinem alten Problem liegen, dass ich einfach nur doof bin, aber... Schwieriglich. Ist die auch nicht? Irgendwo im Norden? Bone Village? Nö. Nö. Das finde ich jetzt gar nicht mal so gut. Es ist jetzt für euch vielleicht echt nicht so spannend, aber ich will dieses Viech platt machen. Das muss hier doch irgendwo rumoxidieren, was soll denn das? Na, vielleicht widmen wir uns doch erstmal irgendwas anderem. Und die war hier. Haben wir zweimal gehauen, dann ist er abgehauen. Toll. Ich kenne jetzt auch hier zumindest keinen anderen Krater. Gut, wir holen uns erstmal das U-Boot und gehen nochmal zu dem Wrack. Man kann eventuell, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man diese Kämpfe mit diesen komischen Tentakelviechern, kann man eventuell umgehen, indem man
die einfach morpht. Frage ist nur, wie gut das Morphen funktioniert. Bitte tauchen Sie jetzt. Wo war das denn ungefähr? War es hier in dem... Ich glaube, es war hier in dem Eckchen, ne? Ich kann natürlich alles total in die Hose gehen, aber... Gucken wir mal. Speichern. Natürlich. Gucken wir mal. Hat denn jemand Morph? Ich glaube, Tifa hat Morph, ne? Morph und noch Platz. Schutzwurf, Schluss. Absorption, nee. Gehen wir denn da? Versiegelung. Das muss der Frachtraum sein, ja. Weiß ich. So, und hier liegen allerhand tolle Sachen rum. Man wird nur meistens von irgendwelchen ekelhaften Viechern gestört. Zum Beispiel dem hier. Was ist das? So, also mal Chaos ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Wirkt sehr teuflisch. Chaos Slash. Ui. Verdammt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte immer noch morphen, aber naja. Schmeiß das Viech weg, kackegal. Oh. Ja, die Dinger waren wenigstens noch irgendwie besiegbar. Das ist, plötzlich so viel auf einmal. So. Haben wir jetzt irgendwas Neues? Ne, wir haben irgendwas. Ja, irgendwelche neuen Materias haben sich gebildet. Was hier? Verwandlung? Nee. Doch, Verwandlung. Master. Eine Cloud war es. Auch irgendwas. Giftmaster. Gewittermaster. Master of the Gewitter. Also ich würde fast sagen, dass wir das Glück legen wir mal in Tifas Hände, wenn die hier Sachen verwandeln soll. Dann nehmen wir ihr erstmal die Versiegelung ab. Und speichern, hier, Dings heilen nochmal. Wir gehen erstmal oben hin. Geisteslanze. Boah, wir haben es mal bis nach hinten durchgeschafft. Das ist natürlich... Das ist furchtbar. Alles durcheinander. Und direkt bam. Was haben wir diesmal? Kann man die vielleicht morphen?
Ich setze jetzt erstmal drauf, zu verteidigen. Ich versuche ja mal ein bisschen zu... Gott. Zu verlangsamen. Alter. Halt mal an. Danke. Okay. Hartes Material, nice. Da unten ist auch noch ein Kästchen, jetzt möchte ich auch noch was zur Hölle. Hier kommen wir auch nicht platt. Mach Putz, Putz, Putz. Danke. Es macht schon Unterschied, wenn man ein bisschen später wiederkommt. I want that Kiste. Outsider. High Wind. Schnell wieder raus hier. Was haben wir diesmal? Ein Tentakulopode. Na toll. Mist. Nein. Nein! Hör auf! Hör auf! Verdammt! Na toll. Miss, 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 miss. Ja, danke. Ach, hör auf. Bitte, miss, 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 miss. Wie oft darf das Viech angreifen? Es ist unmenschlich. Toll. Toll, danke. Hauptsache irgendwas. Müsst ihr langsam mal genug haben. Alter. Der Schaden. Ja, Vincent kriegt nicht so viel mit. Der ist immer noch, ich würde es mal vorsichtig sagen, am Boden zerstört.
So, erstmal ein Äther. Äther. Total verzockt, aber egal. So, sonst liegt hier nichts mehr rum. Ich muss hier nicht noch mal rein, ne? Oh, jetzt kommt die scheiß Treppe nicht hoch. Jetzt kurz vorm Ausgang noch mal sterben. Das wär's. Aber geschafft. Jetzt schnell noch raus und dann bin ich erst... Mann! Octoqualis. Die hat doch der Hojo auch beschworen. Ja, so langsam zeichnet sich ein Bild ab. Aua. Aua. Na komm schon. Ihr ekelhaften kleinen Viecher. Ich wüsste ja gerne, ob irgendwie herausfindbar ist, welches Viech denn morphbar ist. Wir zeigen offensichtlich keine Reaktion. Ach. Erstmal heilen. Gut. Morph dich mal. Aha. Ja. Alle Materia. Betäubungspfeil und ein Haufen Gil. Wir sind rich. Master Materia. Oh, schön. Errungenschaft. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mal gucken. Outsider, ist die für den? Jawohl. Ah, schade, ist aber nur normales Wachstum. Auch dreifaches Wachstum, oder? Ja, aber. Zum Leveln vielleicht so. Halt, oh nein. Ach, verdammt. Haben wir irgendwas mit mehr? Kein Wachstum. Was hatte ich denn bisher hier? Aegis? Haggis? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Zerstörung, Schutz, Zeit. Zauber plus. Gift. Keine Versiegelung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was haben wir noch an Nein. Was haben wir noch an Objekten bekommen? Da war noch ein bisschen was. Irgendwo ganz unten. Highwind. Limit-Technik Highwind. Ach. Outsider. Schade, dass das kein vernünftiger, also kein
brauchbares Wachstum hat. Erstmal speichern. So. Nun müssen wir hier nie wieder hin. Sehr schön. Gucken wir mal, wo sich, ob sich die Weapon mittlerweile mal irgendwo niedergelassen hat. Finde ich sehr schön. Oh, wir müssen mal, Partende machen, glaube ich. Ja, ich fahre schon mal Richtung Junon und bedanke mich immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.